Boeings Starliner-Kapsel sorgt seit Wochen für Aufsehen. Die schlechte Art von Aufsehen. Beinahe täglich erreicht uns eine andere Meldung, dass wieder etwas nicht funktioniert bzw. ausgefallen ist. Es sind unzählige Triebwerke ausgefallen. Helium leckt in das Innere der Kapsel, die Software hat Probleme ohne Ende und der neueste Schmäh ist, dass die Lautsprecher der Kapsel ganz seltsame Geräusche von sich geben. Die Lage ist so prekär, dass die NASA nun beschlossen hat, dass die Kapsel unbemannt von der ISS abdocken wird, weil man um das Leben der Crew fürchtet. Das ist in keinem Fall die Aerospace-Qualität, die unserer Astronauten und der ISS würdig ist. Wir schauen uns all diese Probleme jetzt ganz genau an und dafür beginnen wir ganz am Anfang. Die technischen Details, Parallelen und Unterschiede zwischen Starliner und Dragon habe ich in einem eigenen Video behandelt, das im Abspann verlinkt ist. Daher gehen wir heute nicht darauf ein. Boeing wollte ursprünglich gar keine Crewkapsel entwickeln. Aber da die NASA und der US-Kongress dem einzigen Bieter SpaceX damals nicht vertrauten, wollten sie sich absichern und zusätzlich einen vertrauenswürdigen und etablierten Aerospace-Player in das Commercial Space Transportation Programm holen. Schließlich ließ sich Boeing darauf ein. Für die Entwicklung, Zertifizierung und 6 reguläre Missionen zur ISS wurden Boeing etwa 4,2 Milliarden und SpaceX 2,6 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Im Gegensatz zu früheren Verträgen handelte es sich hierbei allerdings um einen sogenannten Fixpreisvertrag. Also wie der Name schon sagt, man einigt sich auf einen Preis und um diesen Preis liefert der Lieferant das abgemachte Produkt. Klingt nach einer stinknormalen Transaktion, aber in der US Aerospace und Rüstungsindustrie war es bis dahin Usus, dass man sogenannte Cost-Plus-Verträge vergibt. Das bedeutet, dass man sich auf eine Leistung einigt und egal wie viel es kostet, der Kunde verpflichtet sich, alle Kosten plus einen Gewinn auszuzahlen. Somit gibt es für den Lieferanten keinen Anreiz, innerhalb des Budget oder Zeitrahmens zu arbeiten. Denn de facto bekommen sie alle ihre Kosten gedeckt und einen prozentualen Gewinn ausgezahlt. Also je höher die Kosten, desto höher der Profit. Das habe ich mir nicht einfallen lassen, meine Lieben. Das ist bitterer Ernst. In manchen Fällen ergibt so ein Vertrag durchaus Sinn, aber solche Verträge wurden zur Norm. Tatsächlich sind sie so schädlich geworden, dass der NASA-Generalinspekteur diese Cost-Plus-Verträge als Krebs bezeichnete. Warum wir das besprechen, ist, dass Boeing nach ersten fehlgeschlagenen Tests eine zusätzliche Rechnung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an die NASA stellte, weil sie selbst ihre eigenen Entwicklungsmeilensteine verpasst hatten. Zu dieser Zeit war SpaceX auch noch am Anfang der Dragon-Entwicklung. Damit die NASA ihren bevorzugten Lieferanten nicht verliert, zahlten sie trotz Fixpreisvertrag diesen Aufpreis. Damit hatte Boeing für die gleiche Leistung 4,5 und SpaceX noch immer nur 2,6 Milliarden US-Dollar erhalten. Aktueller Stand ist, dass Boeing die doppelte Menge Geld erhalten hat und noch immer keine funktionstüchtige Kapsel geliefert hat. Mehr als 6 Jahre nach dem Liefertermin. Der erste orbitale Testflug war ursprünglich für April 2018 angesetzt. Das fand klarerweise nicht statt. Man war da noch lange nicht bereit für so einen Testflug. Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich während eines Heißlauftests im Juni 2018. Ein Konstruktionsfehler im Treibstoffsystem führte dazu, dass 4 von 8 Ventilen offen blieben, was zur Freisetzung von über 1800 Kilogramm giftigem Monomethylhydrazin führte. Das verursachte einen gigantischen Feuerball, der die Ausrüstung einhüllte. Berichten zufolge wurde der Vorfall durch Feindseligkeiten mit Aerojet Rocketdyne verschärft, dem Boeing die Zahlung für Designänderungen verweigerte. Aerojet Rocketdyne war von Boeing für die Entwicklung der 64 Triebwerke und Lageregelungsdüsen beauftragt worden. Obwohl Boeing die NASA über den Vorfall informierte, versuchte das Unternehmen diesen zu vertuschen und hielt sogar Informationen vor den an dem Projekt beteiligten Astronauten zurück. Wer hätte gedacht, dass diese Ventile und Triebwerke im Orbit später mal Probleme bereiten würden?
Vergiss nicht, einen Daumen hoch da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Bei einem Paderborn-Test im November 2019 beschleunigte die Kapsel regulär. Allerdings öffneten sich nur zwei der drei Fallschirme. Boeing nannte den Test einen vollen Erfolg und machte mit der Entwicklung weiter nach Tagesordnung. Ein ähnlicher Vorfall bei SpaceX, bei dem einer von vier Fallschirmen nicht öffnete, führte dazu, dass die NASA mehr als ein Dutzend weiterer sogenannter Drop-Tests forderte. Bei Boeing hatte dieser Fehler keine Auswirkung jeglicher Art. Daher fand im Dezember 2019 der erste unbemannte orbitale Testflug statt. Nach der Trennung von der Atlas V-Rakete stellte man fest, dass die innere Uhr der Kapsel um 11 Stunden falsch ging. Anstatt einmal kurz zu feuern, um in den richtigen Orbit Richtung Internationale Raumstation einzuschwenken, feuerten die Düsen wie wild und verbrauchten so viel Treibstoff, dass nicht mehr ausreichend vorhanden war, um die ISS sicher zu erreichen und später wieder zur Erde zurückzukehren. Beim Wiedereintritt wurde ein weiterer Fehler festgestellt, der katastrophal hätte enden können. Zuerst ließ die Software die Trennung des Servicemoduls nicht zu. Der Abwurf des Servicemoduls ist aber notwendig, um den Hitzeschild freizulegen. Nach einem Software-Update wurde dieser schließlich abgeworfen und nun lief die Kapsel Gefahr, damit im Orbit zu kollidieren. Also musste man hier auch noch einmal manuelle Software-Updates hochschicken. Dass das Servicemodul nach jedem Flug abgeworfen wird, ist meiner Meinung nach auch nur Geldmacherei. Bei SpaceX hat man alle Triebwerke und Lebenserhaltungssysteme in die Kapsel eingebaut. Diese kommen jedes Mal mit der Kapsel zurück zur Erde. Bei eventuellen Fehlfunktionen kann man dann jedes Subsystem untersuchen und verbessern. Starliner erlaubt das nicht, da der halbe Wert der Kapsel jedes Mal abgeworfen wird und in der Atmosphäre verglüht. So können Boeing und Aerojet Rocketdyne noch einmal ein Servicemodul bauen. Hier wurde definitiv nicht auf Funktionalität und Sicherheit, sondern auf Gewinnmaximierung optimiert. Nach der Mission räumte ein Vizepräsident bei Boeing ein, dass das Unternehmen keine integrierten End-to-End-Tests für die gesamte Mission durchgeführt hatte. Angeblich nicht, um Kosten zu sparen. Dieser Ansatz trug zu den Softwarefehlern bei, die fast zu katastrophalen Ausfällen während des Flugtests führten. Auch die NASA wurde kritisiert, weil sie Boeing nicht stärker dazu gedrängt hatte, einen vollständigen End-to-End-Test durchzuführen. Die Untersuchung identifizierte 80 Empfehlungen, die nicht alle der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. Die meisten dieser 80 Fehler waren aber softwaretechnischer Natur. Nach diesem Debakel wurde angekündigt, dass dieser Testflug wiederholt wird. Zunächst forderte Boeing 410 Millionen US-Dollar von der NASA für den zusätzlichen Aufwand. Da die NASA zu dieser Zeit bereits die Crew Dragon hatte, konnte sie auf den Fixpreisvertrag verweisen und dankend die zusätzlich entstandenen Kosten zurückweisen. Woraufhin Boeing sich als den guten Samariter hinstellte und damit hausieren ging, dass der erneute Test den US-Steuerzahler kein Geld kosten würde. Ist ja nicht so, als hätten sie schon viel zu viel gezahlt und noch immer keine Leistung erhalten. Ursprünglich wurde die Wiederholung des OFT für Mitte 2021 angesetzt. Die Kapsel und Rakete standen schon auf der Startrampe in Cape Canaveral, als man feststellte, dass 13 Ventile nicht machen, was man ihnen befiehlt. Schließlich wurde die Rakete wieder von der Rampe gerollt, da man die Probleme nicht dort beheben konnte. Nach einigen Monaten wusste man noch immer nicht, was die Ursache für die Fehlfunktion der Ventile war. Erst spätere Untersuchungen ergaben, dass Feuchtigkeit in die Triebwerke gelangt war und zu Korrosion geführt hatte. Wer hätte gedacht, dass Luftfeuchtigkeit in Cape Canaveral ein Problem werden könnte, wo es regelmäßig 100% Luftfeuchtigkeit hat? Reparaturversuche scheiterten, also tauschte man das Servicemodul einfach aus. Ohne eine Designänderung, versteht sich. Denn Boeing und Aerojet Rocketdyne behoben nicht das Problem, sondern klagten sich gegenseitig auf die entstandenen Kosten. Als man sich nicht einigen konnte, entschied man sich, die Triebwerke einfach weiterhin so zu verwenden, wie sie waren. Mit dem Unterschied, dass man die Triebwerksöffnungen mit Plastikfolie zuklebte, während Starliner draußen war. Ich betone noch einmal, man hat nichts verbessert. Boeing und Aerojet Rocketdyne haben einfach die gleichen Triebwerke erneut verwendet.
Die Kapsel startete schließlich im Mai 2022 Richtung ISS. Zwei der sogenannten OMAC-Triebwerke fielen sofort aus. Einige weitere Lageregelungsdüsen fielen im Laufe des Docking-Manövers aus. Eine Plastikfolie hat wohl die Feuchtigkeit nicht davon abgehalten, in die Triebwerke einzudringen. Zudem funktionierten einige Thermalsysteme nicht, wie sie sollten. Das war aber halb so wild, hätten auch Sensorfehler sein können. Man wird es aber wohl nie mit Sicherheit wissen. 3 Tage nach dem Start dockte die Kapsel dann an die ISS. Weitere 3 Tage später dockte Starliner wieder ab und kehrte zur Erde zurück. Beim Wiedereintritt verlor eines der Navigationssysteme die Kommunikation mit den GPS-Satelliten, aber das ist nicht allzu ungewöhnlich. Das bringt uns schließlich zum bemannten Testflug, dem sogenannten CFT. Ursprünglich angesetzt für 2017 wurde der Test wegen der vorhin genannten Probleme immer weiter nach hinten verschoben. Zuletzt hatte es gröbere Probleme mit den Fallschirmgurten gegeben. Und es stellte sich heraus, dass Boeing brennbares Klebeband für das Fixieren von Kabeln verwendet hatte. Boeing und die NASA peilten an, Mitte 2024 zu starten. Eine Reihe von Pannen, die nicht alle von der Kapsel ausgingen, sorgten für weitere Verspätungen. Der Start erfolgte aber dann doch am 5. Juni 2024 auf einer Atlas V. Sobald sich Starliner im Orbit befand und auf die ISS zusteuerte, wurden sowohl die automatischen Systeme als auch die Astronauten, die während der Andocksequenz die manuelle Steuerung übernahmen, angewiesen, die RCS-Triebwerke wiederholt zu zünden. Diese Belastungstests offenbarten eine Leistungsabnahme der Triebwerke, was dazu führte, dass die Bordsoftware 5 von ihnen als beschädigt und unbrauchbar einstufte und ein Heliumleck im Servicemodul festgestellt wurde. Die 5 ausgefallenen Triebwerke waren alle nach hinten gerichtet, was zu einem Teilverlust der Lagekontrolle führte. 4 von ihnen konnten wiederhergestellt werden und die Astronauten konnten die Kapsel schließlich sicher an die ISS andocken. Ein gemeinsames NASA-Boeing-Team verbrachte Wochen damit, die Ursache für das Versagen der Triebwerke zu ergründen. Sie führten Bodentests auf der White Sands Missile Range in New Mexico an den Aerojet Rocketdyne-Triebwerken durch, die für eine zukünftige Starliner-Mission geplant waren, und arbeiteten mit den Astronauten zusammen, um deren Tests im All nachzustellen. Während dieser Tests konnte das Bodenpersonal die Leistungsabnahme der Triebwerke replizieren und stellte fest, dass eine Teflondichtung durch die Ansammlung von Hitze verformt wurde. Als diese Tests jedoch auf dem Starliner im Orbit durchgeführt wurden, trat das Problem nicht erneut auf. Währenddessen traten noch mehr Heliumlecks auf. Schließlich kam die NASA zu dem Schluss, dass sie nicht in der Lage sind, die Ursache für das Versagen der Triebwerke vollständig zu verstehen, und entschied, dass es zu riskant sei, ihre Astronauten an Bord des Starliner zur Erde zurückzubringen. Stattdessen wird der Starliner versuchen, am Freitag, dem 6. September, abzudocken und unbemannt zur Erde zurückzukehren. Boeing hingegen drückte sein Vertrauen in den Starliner aus und glaubt, dass es sicher wäre, die Astronauten in der Kapsel zurückkehren zu lassen. Das könnte Mitgrund dafür sein, weshalb niemand von Boeing bei der Pressekonferenz dabei war, als die NASA diese Schande verkündete. Die beiden Testpiloten Butch Wilmore und Suni Williams werden stattdessen Teil der Crew 9 und mit ihnen im Februar zurückkehren. Das bedeutet, dass Crew 9 Ende September mit 2 statt 4 Astronauten startet. Zena Cartman und Stephanie Wilson wurden dafür auf die Ersatzbank gesetzt und kommen erst bei einer zukünftigen Mission zum Einsatz. Laut NASA-Chef Bill Nelson wird Boeing trotz dieses Rückschlags das Starliner-Programm weiterführen. Ist ja nicht so, als hätten sie vertragliche Verpflichtungen. Jedenfalls meldete sich Butch vor einigen Tagen mit etwas Außergewöhnlichem. Er wollte wissen, ob die NASA ihm sagen könne, was diese Geräusche zu bedeuten haben, die aus den Lautsprechern der Starliner-Kapsel kommen. Hör mal rein! Das klingt, als würde es in der Kapsel spuken. Der legendäre NASA-Astronaut Chris Hadfield reagierte darauf und sagte, dass er solche Geräusche nicht so gerne hören würde, wenn es seine Kapsel wäre. Einen Tag später reagierte die NASA mit dieser Meldung. Ich zitiere:
Ein pulsierendes Geräusch, das aus einem Lautsprecher in Boeings Starliner-Raumkapsel zu hören war und von NASA-Astronaut Butch Wilmore an Bord der Internationalen Raumstation gemeldet wurde, ist verstummt. Das Feedback vom Lautsprecher war das Ergebnis einer Audiokonfiguration zwischen der Raumstation und Starliner. Das Audiosystem der Raumstation ist komplex und ermöglicht die Vernetzung mehrerer Raumfahrzeuge und Module, wodurch es häufig zu Geräuschen und Rückkopplungen kommt. Die Besatzung wird aufgefordert, Mission Control zu kontaktieren, wenn sie Geräusche bemerkt, die im Kommunikationssystem entstehen. Das von Wilmore gemeldete Lautsprecherfeedback hat keine technischen Auswirkungen auf die Besatzung, den Starliner oder die Betriebsabläufe der Station, einschließlich des unbemannten Abdockens der Starliner von der Station, das frühestens am Freitag, den 6. September, stattfinden wird. Also was bedeutet das alles? Mir wurde schon mehrmals unterstellt, dass ich fordere, Starliner zu streichen. Aber das ist ganz klar nicht der richtige Weg. Denn wenn schon Europa keinen eigenen Zugang zur ISS hat, brauchen wir als Menschheit einen redundanten Zugang zum All für unsere Astronauten. Stattdessen sollte es meiner Meinung nach nicht nur Fixpreisverträge geben, sondern darin sollten auch Pönalen festgelegt werden, wie in der Bau- und in anderen Branchen üblich ist. Die NASA sollte aufhören, sich von Boeing an der Nase herumführen zu lassen. Das schadet allen Beteiligten. Die einzige Sprache, die Boeing aktuell scheinbar versteht, ist Geld. Und wenn man es sie finanziell spüren lässt, was für einen Unsinn sie gerade machen, dann gibt es eventuell eine Kehrtwende. Bisher liegt der Verlust von Boeing bei etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Probleme sind nicht unlösbar, im Gegenteil. Aber Boeing ist systemisch verrottet und von gierigen Managern und Bürokraten besetzt, die man unter allen Umständen loswerden muss. Sobald Starliner abdockt, werde ich euch auf X auf dem Laufenden halten. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Mars-Chroniken-Website. Marschroniken.space ist die Adresse. Wir haben Großes vor mit dieser Seite. So viel kann ich dir schon einmal verraten. Deswegen geh gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlass uns dein Feedback im Forum. An dieser Stelle geht noch ein riesiger Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ich freue mich, wenn auch du Marschroniken unterstützen möchtest, damit wir weiterhin wachsen und gedeihen können. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.